145015 gehört heute der RBH. Die Maschine hat eine Hauptuntersuchung erhalten. Im Prüfzentrum wird sie wieder in Betrieb genommen. Auch Mehrsystemloks werden hier geprüft und abgenommen. Es gibt die Möglichkeit, die verschiedenen Spannungssysteme auf die Fahrleitung zu schalten. RBH 145 fährt nur unter 15 kV mit 16,7 Hertz. Im Schritttempo rollt die E-Lok zurück in die Prüfhalle. Das DB-Tochterunternehmen RBH hat einen Teil der 145er DB-Flotte übernommen. Bei fälligen Untersuchungen erhalten die Maschinen die RBH-Firmenfarben. Fast täglich sind E-Loks bei Probefahrten zu sehen. Etwas Besonderes sind die Fahrten mit ICE-Triebköpfen. Rückwärts wird das Werk verlassen. Ab dem Hauptbahnhof fährt der ICE-Triebkopf dann vorwärts, aber nur mit maximal 90 km/h. Zu den Werkloks gehört 44044. Der Oldtimer aus den 30er Jahren ist betriebsfähig und oft vor Sonderzügen im Einsatz. Für Freunde dieser Baureihe hängt ein Güterzug am Haken. Der Anlass des Sonderzuges ist vorne angeschrieben. Zwischen Dessau und Bitterfeld wird mehrmals täglich gependelt. Alte Personenwagen hängen am Haken, die meisten älter als die Zuglok.
wünsche mir natürlich, dass das Werk weiterhin an der Position besteht, wo es jetzt steht, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir mit den neuen Fahrzeuggenerationen weiter wachsen. Es arbeiten hier im Werk über 1.300 Menschen, da stecken 1.300 Familien dahinter, die natürlich darauf angewiesen sind, dass es hier weitergeht und dass die Verhältnisse weiterhin stabil bleiben. Und ich denke, wenn wir uns so am Markt behaupten, wie uns das in den letzten 90 Jahren gelungen ist, dann ist mir da auch nicht bange. Das Werk Dessau hat sich vom alten Reichsbahn-Ausbesserungswerk zu einem modernen Unternehmen entwickelt und ist für zukünftige Fahrzeuge gut aufgestellt. E-Loks wird es immer geben. Dazu gehört die regelmäßige Wartung und Instandsetzung. Das Werk in der Muldestadt dürfte eine glänzende Zukunft haben.